Das ist das Salzburger Magazin und das sind die Themen: E-Ladestationen für Hotel, Gastronomie und Gewerbe. So werden sie zum Strom-Selbstversorger und 90 Jahre Wasserversorgung für die Stadt Salzburg, das Ganze aus Planet. Experten sind sich einig, dass der Elektromotor das Antriebssystem der Zukunft ist. Auch aktuelle Studien zeigen, dass bereits jeder zweite Österreicher über die Anschaffung eines Elektroautos nachdenkt. Dabei spielt der Ausbau der Ladeinfrastruktur eine wesentliche Rolle. Bei uns dreht sich jetzt alles ums Elektroauto und bei der Ladeinfrastruktur kommt die Salzburger AG ins Spiel. Wir bieten bereits heute das dichteste Ladenetz im Bundesland Salzburg an und garantieren somit eine flächendeckende Versorgung. Dazu kommt, dass sich immer mehr Hotels und Gewerbebetriebe für ein Elektroauto entscheiden. In der Salkitchen-Gruppe steht schon in unserem Kodex der nachhaltige Umgang mit Ressourcen. Es war deswegen naheliegend, wenn wir Firmenautos für Mitarbeiter, verdiente Mitarbeiter vergeben, eine Möglichkeit zu finden, dass wir diese Philosophie auch dahingehend weitergeben und transportieren. Und die Möglichkeit, mit der Salzburger AG das auszubauen und Elektroautos zu verwenden, hat sich dann im Laufe der Entwicklung der Elektroautos sehr gut ergeben. Ja, die Mitarbeiter sind begeistert. Langfristig wollen wir alle Führungskräfte ausstatten mit einem Elektroauto. Und da wir in der Gastronomie sind, sind die meisten eher jünger als älter. Und denen ist schon wichtig, ein nachhaltiges Auto zu haben. Denen ist wichtig, ein cooles Auto zu haben. Und das ist ein E-Auto momentan einfach cooler als ein Benziner oder ein Diesel. Und da die meisten von denen auch in der Stadt wohnen, haben sie auch die Infrastruktur, dass sie laden können. Und kommt sehr gut an und alle sind begeistert. Dass der Strom der Salzburger AG zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen stammt, ist dabei ein weiterer Grund, zu leiser und emissionsfreier E-Mobilität zu wechseln. Wir haben als erstes den Strom bezogen. An allen unseren 21 Standorten beziehen wir den Strom von der Salzburger AG. Das ist auch in Deutschland, hat die Salzburger AG das möglich machen können. Es ist dann in der Folge Kabelfernsehen, Internet und das Ganze auch über mehrere Standorte bezogen ermöglicht worden. Und dann war es ja naheliegend, dass wir die Ladestationen mit der Salzburger AG realisieren. Wenn auch Sie eine Ladelösung für E-Autos benötigen, dann kontaktieren Sie uns einfach. Egal ob Gewerbebetrieb, Hotel oder Privatperson. Ja, der erste Schritt ist der, dass es einen technischen Check gibt. Also das heißt, ein Techniker kommt da vor Ort her, schaut sich die Elektroinstallation an und aufgrund dessen werden dann die Maßnahmen gesetzt und die Ladestationen dann montiert. Entsprechend der Partnerschaftsvereinbarung zur Klima- und Energiestrategie Salzburg 2050 bieten wir in Kooperation mit dem Land Salzburg nun allen 119 Salzburger Gemeinden die Errichtung einer Ladestation an. Mehr dazu finden Sie wie gewohnt auf unserer Website. Lohnt sich eine eigene PV-Anlage? Diese Frage steht am Anfang eines jeden Photovoltaikprojektes. Die Salzburger Energieberater bieten für Privatkunden einen kostenlosen PV-Check. Die Salzburger AG investiert künftig neben Wasserkraft noch stärker in Solarstrom. Das ehrgeizige Ziel? Bis 2030 sollen jedes Jahr 1000 Salzburger Dächer mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Nachdem wir jetzt eine komplette Renovierung vom Haus gemacht haben und doch auch, und wir zwei Haushalte sind und dadurch eben zwei Kühlschränke laufen, zwei Gefriertruhen laufen und so weiter, haben wir gedacht, und wir haben die Möglichkeit vom Dach her, wo ist es für mich ganz naheliegend, dass man da auch was in die Richtung macht. Solar haben wir schon und da war der zweite Schritt der Photovoltaik. Die Salzburger AG bietet bei diesem Vorhaben Unterstützung bei der Errichtung, Förderansuchen und Installation einer PV-Anlage. Außerdem ist durch die Aktion 250 Dächer der Anteil an Energieproduzenten stark gestiegen. Naja, das war genau in der Phase, wo wir eben den ganzen Umbau geplant haben, wo wir eben gesagt haben, okay, was machen wir, was tun wir alles? Und da plötzlich kommt eine E-Mail rein, 250 Dächerprogramm, Salzburger AG. Habe ich mir angeschaut, denke mir, was ist das überhaupt? Ja? Und dann ist das Stichwort Photovoltaik gefallen, denke mir, perfekt. Der nächste sinnvolle Schritt nach der Errichtung der PV-Anlage wäre das Produkt Solardepot. Damit wird selbsterzeugter Solarstrom, der am Tag nicht gebraucht wird, in einem virtuellen Speicher zwischengelagert. Alle Informationen dazu finden Sie wie gewohnt auf unserer Website, aber auch in den aktuellen Lebenslinien, dem Kundenmagazin der Salzburger AG.
Die neuen Lebenslinien finden Sie dann ab Ende Juni in Ihrem Postkasten. Die Salzburg hat außerdem ein Ziel, nämlich bis 2030 wollen wir jährlich mindestens 1000 Salzburger Haushalte oder Hausdächer mit Photovoltaikanlagen ausstatten. Themenwechsel und jetzt in die Alpenstraße, in die Stadt Salzburg, dort haben wir die Obus-Werkstätte für Sie besucht. Wir befinden uns jetzt da in der Alpenstraße, in der Obus-Remise und ich zeige euch jetzt einmal unsere Obus-Werkstatt. Da befinden wir uns jetzt in der Hauptwerkstätte, wo die Busse hauptsächlich repariert werden. Die Hauptwerkstätte hat verschiedenste Ausstattungen mit Arbeitsgruben sowie Hebeanlagen, wo wir die Busse aufheben können. Obus rauf und Obus wieder runter. Bei 93 Bussen, die an Spitzentagen gleichzeitig unterwegs sind, kann man sich vorstellen, dass es in der Obus-Werkstätte täglich ziemlich zugeht. Pro Tag werden bei uns ca. 10 Obusse repariert. Wir machen alle Reparaturen selbst. Sämtliche mechanische, elektrische Reparaturen und wir setzen auch die Karosserie selbstständig wieder in Gang. Im Normalfall sind 40 Personen in der Werkstätte damit beschäftigt, die Fahrzeuge in Schuss zu halten. Dabei geht es um Arbeiten nach einem Verkehrsunfall, aber auch um laufende Inspektionen, um die Sicherheit auf Salzburgstraßen zu gewährleisten. Nachdem der Obus ja fast rund um die Uhr fährt, braucht er dementsprechend auch Betreuung. Und in den wenigen Stunden in der Nacht, wo der Obus nicht fährt, ist eine Firma damit betraut, den innen zu reinigen. Also Full Service rund um die Fahrzeuge in der Obus-Werkstätte in der Alpenstraße. Und das ist bei der Kilometerleistung pro Fahrzeug auch nötig. Jeder Obus fährt im Jahr ca. 70.000 Kilometer und muss dementsprechend gewartet werden. Zu dem Zweck ist er zwischen 7 und 10 Mal im Jahr in der Werkstätte, um die gesetzlichen Prüfungen zu durchlaufen und die Servicearbeiten erledigen zu können. In der Regel ist der Ablauf immer der gleiche. Der Obus kommt in die Werkstatt rein, wird repariert und bevor er dann wieder in den Liniendienst übergeht, wird er nochmal gewaschen. Super Auflösung, sensationeller Sound und tolle Farben. Merkmale, die heutzutage ein Fernsehgerät mitbringen muss. Wenn er dann auch noch internetfähig ist, um diverse Dienste abrufen zu können, ja, dann ist schon alles perfekt. Eines vorweg, ich hoffe, Sie haben genügend Platz in Ihrem Wohnzimmer. Gerade bei Sportgroßereignissen ist ein moderner Fernseher interessant. Und weil sich die Technik rasant weiterentwickelt, schauen wir uns jetzt an, was ein neues Gerät alles können sollte. Derzeit hat man das Gefühl, umso größer, umso besser. Also jetzt zur Fußball-Weltmeisterschaft sind natürlich jetzt große Größen das große Thema, keine Frage. Also wir sind jetzt bis zu 75 Zoll, wo wir fast eine 2 Meter Bilddiagonale haben, was natürlich schon eine spannende Sache ist, wo man von der Qualität her natürlich jetzt ein ganz anderes Erlebnis hat bei der ganzen Sache. Und hier kommt die OLED-Technologie ins Spiel. Mit 8 Millionen Pixel Auflösung wird die Qualität des Bildes richtig sensationell. Denn hier wird jedes Pixel extra angesteuert. Diese Geräte sind durch die Weiterentwicklung auch sehr schlank und schön geworden. Bei den kleineren Größen ist es jetzt so, dass es auch da natürlich jetzt mit UHD, also mit der 4K-Technik, natürlich eine sehr, sehr gute Qualität gibt. Also wir auch da Möglichkeiten haben, natürlich das Optimale auszuschöpfen, auch für den Kunden, auch für eben speziell Sportübertragungen. Aber egal, welchen Fernseher Sie haben, wichtig ist die Entfernung zum Gerät. Die Faustregel bei der Entfernung, wie weit soll man wegsitzen vom Fernsehgerät, ist an und für sich die Bilddiagonale mal 3, ist eigentlich ein recht guter Wert, mit dem wir recht gut leben können. Fakt ist auf jeden Fall, dass es immer von der Qualität des Signals abhängt. Nicht? Wenn wir zum Beispiel, so wie wir es bei der Salzburger G jetzt haben, sehr gute HD-Qualität an Signalen haben, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir auch noch näher ans Bild rangehen können und keine Qualitätsverlust haben. Bei einer guten Internetverbindung, zum Beispiel über das Kabelnetz der Salzburger G, können Sie auch ohne Probleme diverse TV-Theken nutzen. Hier gibt es die Gratisdienste wie zum Beispiel die ORF TV-Thek, aber auch Dienste, die man bezahlen muss, wie Netflix, Maxdome oder Amazon. Also da ist es jetzt so, dass ich eben, wie gesagt, diesen HBB TV nutzen kann, also dieser Internetdienst, wo ich dann eben direkt auf die Mediathek zugreifen kann und mir zum Beispiel Zeit im Bild von gestern noch einmal anschauen kann, wo ich dann die Möglichkeit habe, direkt auf die einzelnen, vom Datum her die Sendung auszuwählen, zu bestätigen, und dann eben, wenn es geladen wird, im Vollbildformat mir noch einmal anzuschauen. Also von der Funktion her sehr einfach. Ein weiteres Highlight für all jene, die zu bequem sind, die Fernbedienung in die Hand zu nehmen, ist die Sprachsteuerung. Ein Feature, das ganz witzig sein kann.
ganz genau, es ist so, dass eben die Möglichkeit eben über die normale Fernbedienung hat sich nicht verändert. Es ist sehr einfach geworden und wir haben die Möglichkeit eben bei Diensten, speziellen Internetdiensten, diese Sprachsteuerung zu verwenden, wo ich direkt auf der Fernbedienung den Befehl eingebe und der Fernseher dementsprechend reagiert. Also viel Neues bei den Geräten, jetzt müssen nur mehr die Tore fallen. Infos über Kabel-TV und Internet in Salzburg bekommen Sie übrigens auch auf unserer Webseite. Dass unser Trinkwasser täglich bei uns im Wasserglas landet, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche, ist für uns Salzburgerinnen und Salzburger natürlich selbstverständlich. Welches technische Know-how allerdings dahinter steckt, wissen nur wenige. Wir machen jetzt aus diesem Grund einen Blick hinter die Kulissen der Trinkwasserversorgung in der Stadt Salzburg. Qualitativ hochwertiges, sauberes Trinkwasser kommt täglich über ein knapp 900 Kilometer langes Leitungsnetz in die Salzburger Haushalte. Das meiste Trinkwasser für die Landeshauptstadt kommt übrigens aus Glaneck und St. Leonhard am Fuße des Untersbergs. Aus diesem Grund machen wir uns auf den Weg Richtung Grödig südlich der Stadt Salzburg, um dort in Glaneck Heinrich Gernedl zu treffen. Am Gelände der Salzburg geht es gleich ins Pumpwerk 6. Dort steht eine der Pumpen, die das Wasser über eine 6,5 Kilometer lange Leitung auf dem Mönchsberg und Kapuzinerberg pumpt. Von dort wird das Wasser auf die Stadt Salzburg aufgeteilt. In Glaneck wird das Wasser übrigens aus dem Grundwasser gewonnen. Das Grundwasser muss man sich so vorstellen, der Niederschlag versickert im Boden. Vom Untersberg gibt es unterirdische Versickerungen. Und es ist wie ein großer See, der mit langsamer Geschwindigkeit Richtung Norden, Richtung Salzburg hin entwässert. Und aus diesem riesigen See entnehmen wir über Brunnen das Wasser. Um genügend Wasser liefern zu können, wird in Glaneck zusätzlich Untersbergwasser beigemischt. Dieses Untersbergwasser versickert dann ebenfalls bis zum Grundwasser. Das Versickern ist wichtig, weil der Untersberg aus Karstein besteht und somit kein völlig reines Wasser hervorbringt. Ist das versickerte Wasser mit dem Grundwasser vermischt, fließt dann richtig sauberes Trinkwasser in die Brunnen in Glaneck. Wir haben hier diesen Schacht, 31 Meter tief. Am Fuße gehen die Horizontalfilterrohre hinaus. Über die kommt das Grundwasser in den Schacht hinein, spiegelt auf, so hoch wie der Grundwasserspiegel ist. Und über diese hier grün eingezeichneten Rohrleitungen und Pumpen wird das Wasser zum Hochbehälter am Mönchsberg und Kapuzinerberg gefördert. Auch das versickerte Wasser des Rosittenbaches trägt zum Wasserreichtum bei. Und dieses System gibt es jetzt schon seit 90 Jahren. 1928 hat man hier in Glaneck begonnen. Die Trinkwasserversorgung war ursprünglich auf Quellversorgung ausgerichtet. Und man hat gemerkt, der Verbrauch in der Landeshauptstadt steigt immer wieder an. Und daher hat man dann gesagt, wir brauchen weitere Wasserquellen und hat hier ein ergiebiges Grundwasserfeld in Glaneck gefunden und hat ursprünglich mit einem Brunnen begonnen. Der hat heute auch die Bezeichnung Brunnen 1 aus 1928, wo er wasserrechtlich bewilligt worden ist, der heute nach wie vor in Betrieb ist und wir haben da eine wasserrechtliche Befristung gehabt und dieser Brunnen, da haben wir jetzt wieder um Wiederverleihung dieses Wasserrechts angesucht. Und wenn schon so viel Wasser fließt, dann kann man auch gleich Strom damit erzeugen. Das hat man auch schon im Jahr 1928 so gemacht. Die alte Turbine hat allerdings schon ausgesorgt. Und im Jahr 2000 haben wir hier eine moderne Pelton-Turbine neu errichtet. Wir erzeugen hier ungefähr 520.000 Kilowattstunden im Jahr. Und diese Energie speisen wir hier in Glaneck ein und verbrauchen sie selber wieder für unseren Pumpbetrieb und unseren Betrieb hier im Grundwasserwerk. Die alte Turbine befindet sich übrigens im Wasserspiegel, dem Wassermuseum der Salzburger AG am Mönchsberg. Dort gibt es auch aktuell eine Sonderausstellung. Das Ganze noch bis Oktober 2018. Alle Beiträge finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Facebook-Seite, auf YouTube und unter www.salzburg-ag.at.